Easy! starten konnte, Oh, was anderes drauf easy! ist. Oh, einfach umgereckt! Alter Simon, ich Ja. hab dich so fertig gemacht! REWISITED Simon, hör jetzt mal auf! Ich kenne den nicht, Mann! Der war in der Lobby. Der soll abhauen! Nein! Der war in der Mann, Lobby. Simon, ich nehm dir die Aktenrechte weg! Wer ist Markus Eisdrift? Warte doch erstmal, vielleicht rede ich auch irgendwann mal. Der ist seit 3 Stunden gemutet und ich glaube nicht, dass er jemals wiederkommt. Der war in der Lobby und ich habe gedacht, der Name hört sich gut an. Den wollen wir uns mal hoch. Aber Markus Mann! Macht mit. Ja, dann lass halt Markus hier im Zettel, wenn dir das irgendwie weiterhilft. Ja, das hilft mir. Das Mann, du bist so. Ey, Digga, du hast so ein geistiges Problem, ohne Witz, ne? Man sieht mal, die Fresse, fangen jetzt einfach. Komm auf den Server, Mann, ich warte seit 3 Minuten! Mann, wer ist das? Du kennst ihn überhaupt nicht! Und manchmal, da sag ich zum Beispiel zu Markus, ja, ich muss nur kurz meine Schiffe losschicken und da brauche ich eine Stunde und er wartet die ganze Zeit den Tag. Kannst jetzt bitte auf den scheiß Server kommen, Mann! Simon, ich warte schon die ganze Zeit, hör auf von WoW zu reden! Komm einfach auf diesen Scheiß. Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu Castle Rush! Mitarbeiter hat der Liebe ungespielt. Guten Tag. Hallo. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Ich habe gerade ein anderes Textabend drin. Ich hoffe, euch gefällt das, Leute. Ist das Floor? Nee, ohne Scherz, komm rein. Ist das Floor? Mann, fick dich, Alter, ich mach's jetzt alleine. Nein, ich mach's jetzt alleine. Okay, ich bin voll weit weg von der Tür, ich bin voll weit weg von der Tür. Okay. Ich habe auf jeden Fall gerade ein anderes Textabpack drin, ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, lasst 50.000. Dummes Stück Scheiße. Welches Textabpack hast du jetzt drin? Das Flows HD Textabpack, das ist so ein modernes Textabpack. Finde ich ganz nice. Guck ich auf jeden Fall in deiner Folge mal an, ja. Vielleicht auch ein Dislike. Lasst doch einen Daumen. Nein, Leute, lasst jetzt mal echt mal ohne Witz, dass Karschmann jetzt wieder regelmäßig kommt. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal 20.000 Daumen hoch da. Dann hört Simon noch auf mit seiner Sucht. Nein, doch. Das sagst du nicht. Ich bin zigarettensüchtig und ich bleibe auch zigarettensüchtig. Simon, du musst aufhören zu rauchen. Nein, ich will aber weiter rauchen. Markus, was sagst du eigentlich dazu? Mark! Er ist einfach. Glaubst du, ist überhaupt jemand da? Ich weiß gar wir nicht. Wir haben uns jemanden in den. Oh, er ist entmuted. Markus? Aktive Spritze. Das ist Montana Black! Das ist Montana Black! Ich hab einen Weg über die ganzen Dächer gefunden. Ja, hab ich auch schon. Ja, ich mach das nicht, nur ich geh einfach oben rum. Ja, ist aber falsch. Ja, ist aber egal, wenn die Map falsch bauen, kann ich ja nichts für. So. Easy win, easy life. So, ich bin schon das Modul weiter. Ja gut, Markus, mach's gut, ne? Ja, ich wurde geportet. Ja, siehst du mal, von G-Portal, Alter. Ich soll ihr als Team agieren. Okay, warte, Gefängnis. Hey. Finde einen Weg. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Hey! Okay, jetzt ist Schluss mit Lachen. Okay. Die Leute gucken nicht ab, weil wir lachen sollen. Die Leute wollen ernstes, serious Business. Komm jetzt. Jetzt ist Schluss mit Lachen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Finde einen Weg, um aus dem Gefängnis zu entkommen. Kanalisation, viel Glück. Verstehe ich nicht. Okay, wir müssen als Team agieren. Komm, folge mir mein Teampartner. Ja, ich komme nicht raus. Okay, wir müssen jetzt schon als Team agieren. Oh, es geht auf. Nee. Da komm ich. Ich glaube, du bist so entdämlich, Mann. Kombination von der Toilette. Und dem Knopf. Warte mal. Ach, ich hab's herausgefunden. Pass auf. Baby. Hm? Blut. Hier oben ist noch ein Hebel. Ja. Soll ich gerade sagen. Hier. Über dem Bett. Da ist ein geheimer Gang. Ein geheimer Gang. Warum sind wir im Gefängnis gelandet? Ich weiß nicht. Haben wir irgendwas verbrochen? Wegen dem Weed. Hier. Stimmt, wegen dem Marihuana. Das muss weg. Nein. Das behalten wir. Simon, ich brauch das noch für Wissenschaftszwecke. Okay. Ich muss das noch. Ich muss kurz auf meinen Wecker gucken. Ich tu das ganz kurz beiseite, das Gras. Oben Sonne, unten Mond. Jetzt weiß ich Bescheid, wie viel Uhr es ist. Aufgabe 3, wir haben es geschafft. Hier steht, ihr müsst einen Weg in die Küche finden. Überall sind Hinweise versteckt. Falls nicht, kommt ihr nicht weiter. Viel Glück. Ach so, falls nicht, kommen wir nicht weiter. Falls nicht die Hinweise versteckt sind, okay. Das ist die Dusche. Oh, da ist Revis Lieblingsort. Simon.
Jetzt wird geduscht. Simon. Hör auf, was zu sagen. Das weißt duschen? Du, das. Nee, du weißt, kennst mich doch. Ich hier steht, Redox. Police, keep clean, okay? Ist das hier die Küche? Könnte ist sein, Küche. Oder? Ja, es ist auf jeden Fall ein Herd. Hä, aber hier ist nichts. Guck hier mal, vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Hinweis, Kopf hoch! Ah, Kopf hoch war der Hinweis. Du? Hier, komm her, Simon. Ich hab's gefunden in meinem eigenen Gehirn. Hier. Kopf das hoch. Das ist doch wohl nicht ah! Da. Kopf hoch. Kopf hoch. Wir sind im Lüftungsschacht. Oh mein Gott, wir teilen uns auf. Da hinten ist ein Hakenkreuz. Links. Guck mal hier. Ja, du gehst... Oh, WTF. Ja, Alter. Ich weiß nicht, was man in Minecraft so krasse Hakenkreuze bauen kann. Alter, geil. Das eröffnet komplett neue Möglichkeiten für Master Builders. Die Hakenkreuz-Challenge. Hier sind wir jetzt woanders. Ja gut, das war klar. Hm. Ich nehme mir auch eine Uhr mit. Ich habe auch mach eine das. Jetzt. Dann siehst du immer, wie spät es ist. Ja, geil. Küsse. Küsse. Ah, Küsse. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Oh. Der Essensschacht. Oh. Hä? Wir sind gefordert worden. Aufgabe 4, noch ein Jump'n'Run. Falls euch das Level zu dunkel ist, müsst ihr die Helligkeit höher stellen oder Shader Texture Pack wechseln. Was ist der Typ hingegangen? Ah. Okay, Simon, hier ist ein Jump'n'Run. Hä? Ist doch nicht schwer. Ja, diese Map war allgemein ist das noch nicht schwer. Ich muss sagen, es war sehr schön gebaut, mit sehr viel Liebe zum Detail. Und ich muss an dieser Stelle sagen, wir haben uns oft über zu schwere Maps beschwert. Ah, jetzt haben wir eine zu einfach. Und die ist wirklich ein bisschen zu einfach, aber ja. Trotzdem nicht langweilig oder schlecht. Das ist eine schöne Adventure. Die ist cool. Ist eine schöne cool. Ein bisschen schwierige Jump'n'Runs, also ein bisschen mehr Schwierigkeiten in Jump'n'Runs. Wo man halt Ausrastpotenzial hat. Ihr wollt ja immer, dass wir hier sauer sind. So, also die Sache die Tigert. Ist... Die Tigerts. Ne, die Sache ist, Oh, Lolz. Denn, oh, Lolli, Kollolflofki. Okay, wir haben uns vielleicht zu früh etwas gewünscht. Wer ist aktiver Spritzer? Nein! Bin runterfalle, Simons. Komm zu mir. Bin auch runterfalle. Simons, bin runterfalle. Ah, hier. Allgefunde Heingang. Was ist los mit dir? Allgefunde Heingang. Ne, jetzt bitte hör auf. Leute, lasst jetzt mal einen Daumen hoch da, wenn ihr wollt, dass ich zur Longboard-Tour mitfahre. Weil Simon will nämlich immer Likes sehen. Der will nämlich ein Argument dafür haben, dass ich mitkomme. Ich hab den gesagt, Simon, ich komm mit. Und Simon meinte so, ist okay, mach das. Hä? Komm hier nicht weiter. Tja, Simon, du bist scheinbar ziemlich dumm. Revimzeit. So, ich geh direkt mal weiter und geb einen Fick auf Simon Unge, der nämlich gerade da oben abnippelt und scheinbar Probleme hat. So, was haben wir hier? Nein, jetzt halt die Fresse doch endlich. Hast du einen Trank genommen, Simon? Nö. Oh, das hättest du besser mal gemacht. Ach, ich bin nachtblind. Ja, das ist ja das Problem. Dann ich sehe nachts gesagt, nichts. Ja, dann hättest du am besten einen Trank genommen. Weil der hilft nämlich genau gegen dieses Phänomen. Ah, okay. Ja, das Jump'n'Run ist halt echt sau einfach, ne? Ja, das ist eine sehr, sehr einfache Map. Aber es ist nicht so schlimm. Es war halt jemand, der hat sich mehr Wert auf dann vielleicht ein bisschen mehr Rätselaspekte gelegt. Aber die Sache ist, ihr könnt schon schwere Jump'n'Runs als das hier auf jeden Fall bauen. Weil die Sache ist, wenn Revi einen Jump'n'Run schafft, wisst ihr immer, ihr habt was falsch gemacht. Also, wenn Revi einen Jump'n'Run schafft, dann wisst ihr, ihr habt was falsch gemacht. Was ist hier? Ja, in diesem Buch steht geschrieben... Du wirst auch Revi lieben. Hey, gib mir das einfach. Was steht da drin, Mann? Du laberst wieder eine Kacke. Alter, was da drin steht, ist richtig krass. Ich glaube, das musst du wirklich mal lesen. Ist das krank? Das ist wirklich krank. Hier liest das. Okay, warte. Die letzte Stage. Der Schalter erst setzen, wenn ihr beide bereit seid. Ihr findet euch in einer Schule, mehrere Kisten. Eure Aufgabe ist es, so viele Gegenstände wie möglich zu finden und euch... Hey, ich kann nicht weiterklicken. Hey, müssen wir gemeinsam arbeiten jetzt, ja, ne? Natürlich, lies doch mal den Titel vom Buch. Das heißt Teamwork. Ach lol, du Wichser, Mann. Sag das doch vorher. Blödes Opfer, Mann. Was bist du für ein Opfer, Mann? Du bist ein richtiger Penner. Hast du das mit mir auch schon gemacht? Richtiger Wichsknödel bist du geworden. Das hast du mit mir auch schon öfters gemacht. Was das zwischen uns auch ist. Oh, das ist effektiv los. Ja, du hast dich selber angreifen. Ja, easy genau. Win! Easy Win für mich! Ja, genau. Easy ja, Win! Und start, easy ja, Win! Aber wie dumm das auch war! Easy! Oh, easy! Oh, einfach ungerackt! Alter, ja. Simon, ich hab dich so fertig gemacht! Oh, Alter, die PvP-Legende ungespielt hat gelitten! Halt auf den Maul, ich hab nicht mal eine Jetzt wollte ich dich abfacken, da fuckst du mich ab! Ah! Oh. Glückwunsch an Revinzeit. Guck mal, da steht Simon. Ah! Ah, aua! Aua, du hast verloren! Ah! Simon, du hast verloren, weil du scheiße bist! Also, ich lese mal kurz vor, was am Ende steht. Danke fürs Spielen. Special thanks to Builder Wallokopf78. Nee, Wallopf78. Wallopf. Builder Fakt, Builder Flittchen, Builder Pix, Pils. Pixpenis. Mit freundlichen Grüßen, Pick. Mann, verpiss dich, Hubert Hurensohn, Alter! Ohne Spaß.
Nice one. Sehr diese nice. Diese Runde hast du gewonnen, Revimside. Tja, Simon. Wiedersehen. Ein einfacher Sieg für mich. Revimside hat es wohl gemacht. Ungepellt das Opfer. Ungepellt das Opfer. Ungepellt das Opfer. Simon, du hast also, einfach verloren. Das kommt davon, wenn Meinung, du... Ja, okay, es ist gut. Ich sag mal kurz meine Meinung zur Map. Ich finde, war ein bisschen kurz. Ja. Trotzdem war es nicht zu kurz. War okay. Also es waren jetzt zwei relativ kurze Folgen tatsächlich. Also meine Folge war schon... Die erste Folge war auch nicht so lang. Ja, meine ist auch nicht so lang. Ja, die Map war ein bisschen kurz. Können natürlich jetzt nichts dran ändern, aber... Also ein bisschen längere Maps können auf jeden Fall bauen. Und schwerer vor allen Dingen. Und schwerer. Auf jeden Fall, es gab in der Map kein Jump'n'Run, was einen so richtig gefordert hat. Also ja, das stimmt. Man ist einfach durchgelaufen. Ist ganz wichtig an dieser Stelle, die Differenz zwischen Jump'n'Runs, die einfach richtig beschissen sind, weil sie einfach einen Checkpoint haben, der nach 8 Jahren kommt und immer wieder alles von vorne machen muss. Immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Das ist scheiße. Sowas bitte nicht. Aber es gibt Jump'n'Runs, die einfach richtig geil sind, mega schwer und einen Checkpoint an einer fairen Stelle haben. Faire, aber schwere Jump'n'Runs. Das fehlte hier ein bisschen. Ansonsten fand ich die Map sehr, sehr schön gestaltet, sehr, sehr schön gebaut. Also Respekt ja, an alle Leute, die es gebaut haben. Definitiv. Pixpils, sehr schön gemacht. Und Simon, jetzt mal eine ganz kurze Frage. Meine neue Frisur, ne? Ja. Schon 100.000 Daumen hoch, oder? Also ich fand jetzt nicht so gut, die Frisur. Also Dreadlocks war mehr mein Ding bei dir. Echt? Also ja, Leute, das fand 20 ich Millionen Daumen hoch und ich mache mir Dreadlocks, aber nur eine unterm Arm. Okay, damit habe ich mal wieder gewonnen und gezeigt, dass ich der bessere Minecraft-Spieler bin. Würde ich sagen, weil Simon einfach in die Lava gelaufen ist. So ein Dummkopf. Leute, schaut auf jeden Fall mal Simon vorbei. Morgen gibt es die erste Battle-Folge zum Sehen bei lieben Simon des Wochenendes. Und da wird morgen gibt es ja wieder Battle-Folge. Ordentlich ausgerastet. Jeden Tag Castle Rush. Also genau, wir hatten wie gesagt eine kleine Pause zwischendurch. Eine nach wie vor, wir suchen. Genau, wir hatten ich halt wirklich. Gefragt, willst du mich ficken? Willst du mich ficken, Digga? Willst du mich ficken? Habe ich gefragt. So, Simon, willst du mich ficken? Wen willst du hier ficken, und Simon? Und er sagte, nein, ich möchte dich nicht ficken. Ich stehe so eher Frauen. Und ich gesagt, voll okay, deine sexuelle Orientierung akzeptiere ich. Ich akzeptiere es, dass du vielleicht jetzt Geschlechtsverkehr mit Männern nicht in Betracht ziehst. Mhm. Trotzdem frage ich dich nochmal, willst du mich ficken, Bruder? Bruder, wen willst du ficken? Bruder. Dann hat er gesagt, okay. Nee, sorry, ich bin heterosexuell. Bleib und dann habe ich einfach Patent angemeldet drauf und das war's. Patent aufgemeldet. Alles klar, Simon. Genug Scheiße gelabert. Schaut mal, lieben Unge, vorbei. Bis morgen von der Map. Macht dich gut. Haut rein. Bis dann. 20 Millionen Daumen hoch. Tschüss.